freuen. Dies ist ein Podcast der Wirtschaftsförderung Nordfriesland zum Thema Nordfriesland. Bei uns hier oben ist Bohren nach Erdgas oder Erdöl nicht so der absolute Hit, weil wir haben ganz andere Schätze. Die sind äußerst sympathisch und entsprechend beliebt. Am Anfang sind sie ziemlich klein und besonders kuschelig. Nur die Singstimme ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber wir schaffen das. Naja, nach dem Stimmbruch klingt es dann so. Unsere Lämmerschafe sind wahre Kostbarkeiten in saftig wohltuender Umgebung mit eigener Königin und eigener Prinzessin. Hier ist sie, die Prinzessin, Heike Marit Carstensen. Moin, ich bin Heike, der steht am Terne Lammprinzessin. Ich komme von Riesum-Lindholm und obwussen bin ich in Geimsbühl. Und hier in Nordfriesland ist das alles ein bisschen verlangsamt und man ist so ein bisschen entspannter als wie in der Stadt. Also wir fahren ja auch Boutiquen ganz sinnig und kicken uns über unsere Felder to the shop und man hat viel weniger Stress. Ich habe auch Freunde, die kommen aus Brandenburg, die, wenn die hier nach Nordfriesland kommen, sagen die schon, es fühlt sich alles sehr entschleunigt an. Die Leute sind nicht gestresst auf der Autobahn, es ist alles ein bisschen entspannter, wenn man hier durchs Dorf fährt. Da fahren die Leute keine 80 durchs Dorf, sondern auch mal 50, weil sie einfach nicht gestresst sind. Wo gibt's das noch? Und nun die Königin selbst, ihre Majestät, nein, Majestät Marleen Westensee. Ja, moin, ich bin Marleen Westensee, der amtierende Lammkönigin in Nordfriesland. Ich komme von Eiderstedt und ja, wir wollen irgendwie vertellen, was uns an den Shop begeistert und im Betten unser ehrenamtliche Job näher bringen. Wir sind beide auf dem platten Land groß geworden und haben beide Lämmer zu Hus und sind so an eine Lammkönigin oder Lammprinzessin rankommen und haben uns dafür beworben und haben uns irgendwie ja, und Spaß an der Sock beworben. Das liegt uns an Herzen, das ist uns wichtig. Wir werden ihm das näher bringen, warum wir das morgen und warum unser Shop an der Diek loben und ja, warum unser Lammfleisch irgendwie das Beste ist. Die beiden Frauen sind nicht nur Deko für eine wichtige Aktion, denn mit Schafen sind sie aufgewachsen, haben sie versorgt und haben ihnen zur rechten Zeit auch die Haare geschnitten, wie bei Schafen üblich. Ihre Amtszeit endet nach einem Jahr, aber es besteht wohl eine gewisse Scheu, sich um das Amt Königin und Co. zu bewerben. Das ist doch aber etwas sehr Schönes, oder nicht? Die Frage geht an Dr. Matthias Hüpp auf, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordfriesland und zuständig für die Aktion Nordfrieslamm Plus. Also das ist natürlich eine hervorragende Lebensschule, weil repräsentieren und vor Leuten sprechen und auftreten, zu können und zu lernen, das braucht man immer, ob als Lammkönigin oder als Politiker oder als leitender Angestellter oder auch im Ehrenamt zu anderen Themen. Kann das Zögern vielleicht an dem gegenwartsnahen Pragmatismus der jungen Erwachsenen liegen, die sich gern nur mit dem unbedingt Notwendigen zufrieden geben? Also die Jugend heute hat nicht mehr so viel Geduld abzuwarten, wie es uns früher gesagt wurde. Und das finde ich eigentlich gut. Also warum soll ein junger Mensch, der talentiert ist, nicht dann auch in jungen Jahren durchstarten und sich entwickeln und Karriere machen und sich selbst verwirklichen? Ein zweites beobachte ich bei der Jugend heute, das ist ja die Selfie-Manie. Und jeder stellt sich ständig permanent im sozialen Netz positiv dar und berichtet über sein super spannendes Leben. Und da ist ja der Job einer Lammkönigin prädestiniert, sich da zu verwirklichen. Sind denn die üblichen Institutionen auf den jugendlichen Tempozuwachs eingestellt? Also Behörden ist jetzt ein ganz gemeines Beispiel, aber da bewegt sich ja auch vieles. Und natürlich müssen sich unsere Prozesse, Verwaltungsbearbeitungsabläufe auch immer schneller auf die Möglichkeiten und Geschwindigkeiten der digitalen Welt einstellen. Und da wird sich noch viel verändern. Es wird noch schneller werden, glaube ich, das Leben. Wir sind ja schnell bereit, Beamte, Behörden und so weiter abzulästern. Kann es sein, dass manchmal die retardierenden Elemente, die Bremser, ganz woanders sitzen?
Ja, auf jeden Fall. Es hat ja jeder Verwaltungsvorgang, genau wie in der Wirtschaft auch, es ist immer ein Prozess, ein Ablauf. Und da kann es sehr gut sein, dass die Verwaltung in anderen Abläufen funktioniert, als der normale Verbraucher und Bürger, Einwohner es intuitiv machen würde. Und da prallen halt manchmal Kulturen aufeinander. Demnächst am 26. Mai wird die neue Königin ausgerufen. Es wird die jetzige Prinzessin sein, so schreibt es der Brauch vor. Königin und Prinzessin, Lämmer und Schafe haben eine Managerin. Sie heißt Christine Buchholz und als braver Demokrat musste ich das einfach fragen. Droht uns wieder der Feudalismus? Ich würde sagen, nein. Ich finde es jetzt so, wie wir das haben, vollkommen in Ordnung. Und wenn wir das Royale jetzt gerade so in der Vereinsarbeit nochmal nach vorne bringen, finde ich es schön. Aber ich glaube nicht, dass wir das im ganzen Bundesgebiet benötigen. Die Gefahr ist also gebannt. Der Lammkönigin und Prinzessin obliegt der diplomatische Dienst. Nichts mehr, aber auch nichts weniger. Meine Aufgabe als Geschäftsführerin bei Nordfrieslamm ist, im Hintergrund die Koordination so zu leiten, dass im Vordergrund die Lammkönigin und Lammprinzessin als Botschafterin agieren können. Sie können da aus eigenem Erfahrungsschatz was zu beitragen. Sie waren ja auch mal Lammkönigin. Ja, genau. Ich war auch Lammkönigin, weiß also genau, worauf es ankommt, weiß, welche Bedürfnisse man als, ich sag jetzt mal, Mädchen mitbringt, um Lammkönigin werden zu wollen. Auch um zu sehen, was bedingt, was wird benötigt und wie kann man eine Hilfestellung leisten. Und was haben Sie so als Gewinn aus der ganzen Königinzeit nach Hause getragen? Auf jeden Fall Erfahrung. Auf jeden Fall Besuche, wo man so, sage ich jetzt mal, als normaler, sterblicher Mensch nicht gerade eine Einladungskarte für kriegt. Auf jeden Fall Kontakte, die man geknüpft hat. Und wenn man auf sich bezogen das sehen möchte, auf jeden Fall auf das freie Sprechen und auch das Selbstbewusstsein. Geöffnete Türen, die richtigen Telefonnummern, das sind zwei Grundlagen fürs Weiterkommen. Lammkönigin und Prinzessin repräsentieren den regionalen Markt, der sich gut entwickelt und der ja fast als, wenngleich bescheidene Konkurrenz zu den Supermärkten und Großkonzernen aufsteigt. Und was ist da aktuell geplant? Die erste Aktion, die geplant ist, ist die Proklamation am 26. Mai, damit verbunden auf dem Fürüler Bauernmarkt, dass die neue Lammprinzessin gekürt wird und bis dahin ausgesucht wurde und geheim gehalten wird und bei der Proklamation das erste Mal zu sehen ist. Und ganz neu, wenn wir jetzt weiter in die Zukunft gucken, findet am 2. November unser Lammfestival statt. Das sind die größten Aktionen, die ich jetzt so hervorheben wollen würde. Nordfrieslamm möchte auf verschiedene Weise zeigen, was es an hiesigen Warenangeboten so alles gibt. Apropos Nordfrieslamm, dazu möchte die Königin noch etwas anmerken. Also an erster Stelle steht bei uns natürlich auch der Küstenschutz hier in Nordfriesland. Wir sind von Deichen umgeben und dieser Deich kann von keiner Maschine gepflegt werden, das können nur unsere Schafe. Die laufen da drauf rum, man sagt eigentlich der goldene Biss und der goldene Tritt. Also die halten das Gras mit dem goldenen Biss kurz, beißt es aber nicht zu kurz ab, wie ein Pferd das jetzt zum Beispiel tun würde. Das wächst dann trotzdem noch nach und treten das halt fest, also den Deich fest, sodass er nicht auseinanderbricht, keine Bruchstellen sich entwickeln oder ja irgendwie spröde wird. Also wenn man sich jetzt vorstellt, dass es nass und ja, eher matschig ist an unseren Deichen und auch gerade im Vorland und sich dann eine Kuh darauf vorstellen würde, die wird ja riesige Spuren reißen, die wird das alles eher noch matschiger treten und ein Schaf eben nicht. Das hat eigentlich genau das richtige Gewicht, um den Deich zu pflegen. Man kann ja noch dazu sagen, dass es meistens größere Herden sind. Das verteilt sich über den ganzen Deich und dann verläuft sich das mit dem, dass nicht nur ein einziges Schaf muss nicht den ganzen Deich machen, sondern so eine Herde von 100 Schafen macht dann einen Deichabschnitt. Sehr lobenswert, wenn sich eine Königin und ihr Hofstaat, also ihr Team, so für die Heimat einsetzt wie Queen Marlene. Christine Buchholz. Wir haben ja erfahren, dass in Schleswig-Holstein die glücklichsten Menschen Deutschlands, Europas, der Welt leben. Ne? Das wissen wir inzwischen. Was macht das in Bezug auf den Begriff Heimat, der ja derzeit sehr strapaziert wird? Die Heimat ist bei uns, würde ich sagen, so stark ausgeprägt,
weil das, was, ich sage jetzt mal, Nordfriesland ausmacht, der Deich und der Wind, wie wir es momentan so schön mitkriegen, oder die Gezeiten, alle durch mit dem Deich nur gehalten und sicher gemacht werden können. Und unsere Lämmer sind die Tiere, die unsere Deiche sicher machen, die durch gar kein anderes Instrument oder Handwerkszeug so gestärkt werden können, wie es ist. Und ich glaube, es ist ganz vielen Einheimischen sowie Touristen gar nicht bekannt, dass diese Heimat, die wir haben, durch die Schafe geschützt werden, durch deren goldenen Tritt und goldenen Biss. Und das macht uns so einzigartig und die Heimat damit verbunden. Matthias Hüpp, auf von der Wirtschaftsförderung NF, hat auch kleinere Betriebe und Aktivitäten im Blick. Dann rufe ich hiermit alle regionalen Erzeuger, Produzenten von originellen Produkten, Backwaren, Lebensmitteln, Souvenirs auf. Macht euch mal Gedanken, was zu dem Nordfriesland gut passt. Am Ende dieses Podcasts singen die Helden, männlich-weiblich, dieses Beitrags noch ein kleines Lied zu Ehren all denen, die sich täglich liebevoll um sie kümmern. Das war ein Podcast der Aktion Nordfriesland. Mein Name ist Olaf Leitner. Bis bald mal wieder. Tschüss.